Knilz ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Karpilz. Knilz ist ein kleines, zweibeiniges und pilzähnliches Pokémon. Das Pflanzen-Pokémon besitzt einen gedrungenen ovalen Körper ohne Arme. Der komplette Unterkörper wie auch die Füße sind grün gefärbt und auf dem beigen Oberkörper sind ebenfalls grüne runde Flecken zu sehen. Der Oberkörper gleicht dem Schirm eines Pilzes mit fransiger Spitze und ebenfalls fransigem Rand. Sein Gesicht setzt sich aus den kleinen schwarzen Augen und dem breiten Mund zusammen und zusätzlich hat Knilz eine dünne Modobraue. Am Unterkörper sind die kleinen runden Füße zu sehen und abschließend in der Shiny-Form sind die grünen Bereiche orange gefärbt und der Beigeteil erscheint etwas heller. Knilz ist ein eher träges und nicht besonders schlagkräftiges, aber relativ robustes Pokémon. Es kämpft, indem es durch Schütteln seines Körpers giftige Sporen verstäubt, die Bäume und Gräser eingehen lassen und beim Einatmen heftige Schmerzen verursachen. Dies äußert sich in einer Vielzahl von Attacken wie Stachelspore, Giftbruder oder der besonderen Attacke Pilzspore, welche es mit anderen pilzartigen Pokémon teilt. Es verschießt Samen mittels Sorgensamen, Egelsamen oder Samenbomben oder sorgt Feinde mittels Mega- oder Gigasauger aus. Ebenfalls manifestieren sich seine Sporen in der Fähigkeit Sporenwirt, durch die es bei Berührung Sporen abgibt, welche Statusprobleme herbeirufen können. Andere Exemplare verfügen über Giftheilung und werden durch eine Vergiftung sogar geheilt. Die versteckte Fähigkeit Rasant sorgt dafür, dass es bei einer Statusveränderung seine Initiative erhöht. Knilz lebt im Wald, im feuchten Erdboden, und besonders häufig ist es zum Beispiel im Blütenburgwald oder im Großmoor in der Sinnoh-Region zu finden. Tagsüber sitzt es regungslos im Schatten des Waldes unter herabgefallenen Blättern. Es ernährt sich vom Kompost auf dem Waldboden und ist vor allem nach Regenfällen zu beobachten. Wenn es Gefahr wittert, schützt es sich mittels seiner giftigen Sporen. Dabei ist Knilz der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe. Im Lauf seiner Entwicklung prägt das kugelrunde Pokémon Arme und kräftige Beine sowie einen Schweif aus und gewinnt den Kampftyp hinzu. Dabei wird die Entwicklung von Knilz zu Karpilz auf Level 23 ausgelöst. Mit dem Pflanzentypen nimmt Knilz halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug- und Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.